In meinen Träumen, bist du der eine, mit dem ich ein Leben lang, zusammenbleibe. Du trägst mich auf Händen und bist immer für mich da. Dank dir bin ich. Nimm mal kurz die Sachen, Schatz. Nein, geh, ess das. Komm, ich gebe dir einen kleinen Teller. Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Food Haul. Wir waren heute bei Aldi, Lidl und Kanada einkaufen. Haben ungefähr, wie viel ausgegeben? 120 Euro. Aber wir waren wirklich lange nicht mehr einkaufen. Sehr, sehr lange. So. Ich mache das ein bisschen durcheinander. Hier haben wir einmal Kellogg's für Lina und uns. Dann haben wir hier Tomaten vom Türken. Schlagsahne viermal. Dann haben wir Kichererbsen, die hatten wir nicht mehr zu Hause. Dann einmal Gouda, darauf hatte auch Erdbeer Lust. Dann hatte ich voll Lust auf diese Puddingbrezel. Lina mag die auch total. Deswegen haben wir die jetzt mitgenommen. Dann einmal Schafskäse, damit wollte ich sowas ähnliches wie Börek machen. Ich nehme euch aber ja immer mit. Dann haben wir einmal Bananen. Dann haben wir Bamia. Das sind Okraschoten. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Und wie heißt Bamia auf Deutsch? Okraschoten. Habe ich noch nie gehört. Boah, Schatz, guck mal diesen Apfelsaft. Oh, weißt du, wie das jetzt stinkt? So nach richtiger Säure. Dann haben wir für Lina einmal diese Laugenbrötchen mit knapp 2 Stück. Die schmecken ganz, ganz gut. Dann einmal diesen Laugenbaguette mit Kräuterbutter. Das haben wir früher immer gegessen. Gehst du das? Dann dreimal Chips. Ich habe noch nie gesehen, dass du dreimal Chips gekauft hast. Ich habe noch zwei. Wir haben gar nichts mehr. Übrigens habe ich meine Haare schneiden lassen, deswegen fallen die so nach vorne. Dann haben wir hier zermanschte Donuts. Donuts. Dann einmal Joghurt. Dann haben wir hier Meerkornschnitten. Die kommen aber ins Gefrierfach. Gleich. Dann haben wir hier jetzt mal ein Toastbrot. Was mit deinem Ei? Ja, ess das doch. So, dann habe ich Shampoo gebraucht. Ich habe einfach die von dem Aldi mitgenommen, die kosten 55 Cent. Genau. Lotte? Willst du jetzt etwas trinken? Okay. Was denn? Was? Dann haben wir einmal passierte Tomaten, Brokkoli, Zucker. Schönes Zimmer habe ich ja nicht, schönes Zimmer. Eine Gurke. Feingehackte Tomaten. Für Lina Zahnbürsten. Drei Stück und eine Aubergine. Lina, guck mal deine Zahnbürsten. Ja, Araberatzen, die kleinsten. Dann noch eine Schlagsahne und... Schatz, die armen Eier. Lina wollte uns beim Einpacken helfen und dann hat sie das so hingeschmissen, dass die Packung aufgegangen ist und die Eier natürlich alle auf den Boden gefallen sind.
Jetzt sieht das Ganze so aus. Aber die zwei sind noch gut. Ich fand die so schön und jetzt sind die alle weg. Ich packe das kurz mal weg alles und dann zeige ich euch den Rest. So, dann geht's weiter. Da haben wir einmal Mozzarella. Einmal Filino. So, was noch? Dann haben wir einmal Eier mitgenommen. Mama! Dann einmal Blumenkohl. Von diesen Kuchen ganz viele, also 5 Stück von dem für 1,50 und 5 von dem hier, das ist einfach so die Brownies, genau, mit Kakao. Dann haben wir hier arabisches Brot, Maismehl, dann haben wir hier grüne Peperoni, für Lina Würstchen. Willst du das wegschmeißen? Ja, okay. Dann haben wir hier Dill Penne, das ist so wie Mozzarella. Dann haben wir hier, also ich packe nur diese beiden Fertigsuppen vom Türken. Einmal das ist Tarhana-Çorbası und einmal Esogene-Çorbası. Die schmecken sehr, sehr gut. Dann haben wir hier einmal Leona mit Pistazien. Schatz, hier sind Pistazien drin. Schwöre. Einmal das. Dann kriegen wir diese Hefesticks. Dann haben wir hier Hähnchenkoteletten. Mit Eiern gekauft. Dann haben wir hier Hähnchenfilet. Und was wir sehr dringend gebraucht haben, gemischtes Hackfleisch. Ich versuche mal gleich weiterzumachen. Wir haben echt sehr, sehr viel gekauft. Oh, ihr seht, hinten vorne ist alles voll. So, dann haben wir hier zweimal Geflügelfleischwurst. Die ist ja auch lange haltbar, ne? Ja, bis nächsten Monat. Dann habe ich zweimal Gouda mitgenommen. Ich wollte wieder Pizza machen. Dann haben wir zweimal Orangensaft, 100% Fruchtgehalt, mitgenommen. Dann einmal Kartoffeln. Einmal Eier. Ich habe gleich keinen Platz mehr hier. Einmal Butter. Zwiebeln. Mozzarella nochmal. Und zweimal Wasser. Was haben wir noch gekauft? Danach haben wir nur noch Küchenrolle und Klopapier gekauft. Das war es auch. Ja, ihr Lieben, das war unser Einkauf. Das reicht so für eine Woche eigentlich. Nix. Ja, das war's auch von uns. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss! I don't wanna hear about your lovers. How many rum and coke you had before you got to fill her up? Oh, oh, oh. Let's go! And I don't wanna hear about your crew. There's much more important stuff for everyone to listen to. Oh, oh, oh. Turn back time, do it over again. Just turn back time, do it over again. We need to turn back time, do it over again. I know you know you.